Klettersteig der Stadtgemeinde Mödling. Ja, los geht's, ne? Hallo und Grüße aus Mödling, ich bin Flo dabei und heute nehme ich euch einmal auf einen Klettersteig mit. Nämlich auf den Klettersteig der Stadtgemeinde Mödling. Und nachdem ich selber kein besonders erfahrener Klettersteiggeher bin, wird es sicher spannend. Dankenswerterweise kann man da relativ leicht öffentlich bzw. mit dem Rad hergelangen aus dem Wiener Raum. Es ist nicht allzu weit nach Mödling und vom Bahnhof daher vielleicht naja, so eine knappe halbe Stunde oder so zum Gehen. Das ist gerade gut zum Aufwärmen. Und da steht man da mitten im Wald mit einem, genau einem Klettersteig, der nicht allzu schwierig und damit anfängerfreundlich ist. Also Schwierigkeit ist B, C. So, vierte Gangschritt haben wir mal. Und damit geht's auf zum An. Einstieg ist da beim Tafelklettersteig der Stadtgemeinde Mödling. Volle Klettersteigausrüstung. Ja, wenn man da aufschaut, kann man sich schon vorstellen, warum. Ich verstehe nicht, was da so schwierig ist, ne? Dass man sein Kram in den nächsten Mülleimer schmeißt. Vor allem, wenn der nächste Mülleimer dort hinten bei der Bahn ist. Da ist auch wirklich ein Klettergarten, wenn man schaut. Ist das Wände, Bohrhaken, Routen in vielen Schwierigkeitsgraden mit Überhängen und so weiter. Außerdem hat man schöne Ausstattung mit einem Toilettenhäuschen, ein bisschen ein Spielplatz für die Kinder. Nicht bei Robert Karpfen Klettersteig versuchen einzusteigen, da ist nämlich kein Klettersteig. Das heißt, da ist nichts mit Seiten versichert, wo ihr euch einhängen könnt, sondern sind alles schwierigere Kletterrouten. Ja, los geht's, ne? Das ist gerade ein Stück interessant, wo man hingreift. Ja, der Einstieg ist gleich die schwierigste Stelle. Das ist natürlich für einen Klettersteig schon günstig. Da sind größere Personen im Vorteil, weil es doch schon ziemlich abgefickt ist. Und man echt ohne der Sicherung gar nicht so leicht wissert, wo jetzt hingreifen, wo man sich einigermaßen gut erfällt. Sehen Sie vielleicht die einen oder anderen denken, was macht er da so aufheben drum? Das ist ja überhaupt nichts dabei. Das stimmt da. Ich bin aber durchaus mit einem gesunden Respekt vor der Höhe gesegnet. Das heißt also, so ganz ohne Höhenangst bin ich auch nicht. Ich bin zwar alpine erfahren und bin auch schon Sachen so in ganz leichter Kletterei gegangen. Aber naja, also ich fühle mich in sehr großen Höhen und extrem ausgesetzten Passagen echt nicht sonderlich wohl. Tja, die Sicherung ist schon fast übertrieben komfortabel. Da kommt man schon von lauter Umhängen nicht nach. Hier sieht man diesen ersten Teil, der BC ist. Der wäre umgehbar. Die Querung da, das ist dann alles schon deutlich leichter, weil weniger steil. Ja, also wirklich überhaupt nicht einschätzen kann, wenn man einen Klettersteig gehen mag. Der hat da gute Möglichkeiten, sich entsprechend zu betätigen bzw. ist da flexibel. Ah, windiges Tagerl nach dem Kaltfrontdurchgang. Angenehme Luft. Und ja, zur Frühstückszeit am Wochentag natürlich noch nicht wirklich was los. Ja, wenn man da nicht gerade genau dem Verlauf folgen will, dann wäre es zum Teil Gehgelände. Ja, das
der hüpft da. Richtig cool. Du kannst ja den ganzen Eindrücken gar nicht ansehen. Es ist erstaunlich, was die Beinchen über dir probieren. Ne? Richtig coole Ausblicke. Super, richtig schön. Ja, da ist Gelegenheit für eine kurze Rast. Die haben wir einmal wirklich die Sicherung wahrnehmen. Es ist weit genug. Trotzdem. Wenn man da vier schaut, sieht man die Versicherung, die uns im weiteren Verlauf des ersten Teils von Klettersteig noch erwarten. Aber zuerst geht es in diese Schanze und über eine Seilbrücke drüber. Ja. Cool da, oder? Durch die Gelände. Da herrliche Landschaft ist das Felsgrat da. Also ganz was Tolles. Macht wirklich Spaß an so einem Tag. Egal, was du allein bist. Also die Sicherung habe ich da jetzt schon arg übertrieben. Ich bin zwar nicht schwindelfrei, aber das ist jetzt wirklich nicht nötig. Was dann schon wieder spannender wird, ist hier. Da ist nämlich. So, meine bescheidene Meinung ist da auf der linken Seite bedeutend leichter. Aber vielleicht sehe ich das ja wie anders. Er nimmt dann die rechte. Wiederum ist da Gehgelände und die Sicherung damit, glaube ich, eher der Bequemlichkeit geschuldet, dass man da einzelne Stöße verwenden wollte. Jetzt nähern wir uns schon zur Sicherheit der Stelle, die wir von unten gesehen haben. Dass man da versichert am Seil hängt. Und das ist für mich zumindest psychisch ein Riesenunterschied. Also da werde ich mir ohne Seil in die Hosen scheißen. Und da auf das Nasal hinauf. Vielleicht mit kurzen Beinen. Das sieht man, der Fels ist ziemlich gut poliert.
Ich finde es fast logischer, dass man so diese Rinne wird. Ja, damit beginnt ein kurzer Abschnitt Gehgelände. Wobei so kurz ist der gar nicht. Und da denkt man eigentlich schon, das ist es jetzt gewesen. Da hat man einfach die Fluchtwege, die es da gibt. Für den Fall, dass die Leute nicht mehr gefreut. Ja, für uns ist es noch nicht vorbei, wir dürfen ein bisschen bergansteigen. Da an diesem gefällten Baum vorbei. Es gibt nämlich noch einen Bonusteil am Schluss. Dieses Pfeilchen da weist uns auf den letzten Teil des Klettersteigs und dessen Einstieg. Dass da mal das Ausstiegstafel gewesen ist. Steigbuch, hätte ich jetzt keinen Hinweis haben wir uns gesehen. Entweder gibt es keinen, so, der war blind. Ja, Klettersteig geschafft. Die Hauptschwierigkeiten sind jetzt überwunden. Und jetzt kann man über den Graben, der da zwischen uns und der Ruine Mödling liegt, absteigen wieder. Ja, die Alpinfreude, darf ich sagen, war eine ganz liebe Geschichte. Ist auch wirklich eine liebe Geschichte. Also, ich bin selber Anfänger und ich muss ganz ehrlich sagen, ist ein wunderschönes Erlebnis. Für mich persönlich nicht allzu fordernd. Ich bin einigermaßen trainiert und jetzt nicht super feig. Damit stellt mir die Schwierigkeit vor keine unüberwindlichen Probleme. Vielleicht mag das ja der eine oder andere mal probieren. Wir haben da eine Markierung und auf diesem Platz, da geht es jetzt hinunter auf den Abstieg. Wenn wir da dem Hauptweg folgen, dann kommt man in den Graben hinein und relativ rasch wieder auf unseren Ausgangspunkt zurück. Diese ganz charakteristische Trockenvegetation, nämlich die Parapluibaum, also vier auf höheren Schwarzkiefer in einer ganz einer charakteristischen Wuchsform und relativ niedrig, weil halt mit Wachstum an den Standorten dann nicht mehr allzu viel weitergeht. Wir da in dem Graben herunten und auf einmal ist es erstaunlich still, wenn nicht gerade irgendwas unten direkt vor dem Graben vorbeifährt. Ist ja landschaftlich auch nochmal hübsch. Man soll es kaum glauben. Der Abstieg im Graben ist dann übrigens gelb markiert. Aber da gibt es eh keinen Zweifel, wie es weitergeht.
wir nähern uns jetzt schön auf der Straße. Zumindest aber dem Radweg. Und sind da direkt bei dem schönen Bankerl, wo ich mir vorher den Klettergurt angelegt habe. So, da ist ein Einstieg für den Abstieg, war 48, wenn das wer irgendwie als Aufstieg benutzen mag. Ja, ich bin am kombinierten Fußradweg herunter. Und da haben wir jetzt einen Blick auf Kletterkollegen, die dieselbe Route machen. Ja, Zeit für ein kurzes Fazit. Eine wunderschöne Sache, ein wunderschönes Hobby. Hätte ich nie gedacht, dass mir das so viel Spaß machen wird. Nämlich, dass ich eigentlich auch keine Probleme dann mit der Höhe habe. Das ist, für mich ist der Unterschied so groß zwischen, ich bin am Klettersteig versichert und kann dadurch einfach einmal irgendwo hingreifen und irgendwas machen, ohne diese Angst vor dem absolut tödlichen Ausrutschen zu haben. Der Unterschied ist für mich ganz, ganz, ganz gravierend. Da traue ich mir mehr zu, habe ich mehr Spaß, da kann ich diese ganze Aussicht und so weiter noch wesentlich mehr genießen als bei einem ausgesprochen ausgesetzten Steig, zum Beispiel im Hochgebirge, wo ich diese Form der Sicherung nicht zur Verfügung habe. So, das war jetzt von mir vom Möttinger Klettersteig. Ich bin gerade dabei und vielleicht sieht man sich ja auf einer anderen Tour.